Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Linus TV. Das Spiel ist gespeichert. Wir spielen Let's Play Together Anno 1800 mit dem kleinen Kodiak. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Willkommen auf meiner riesig tollen Insel. Erstmal gucken, was fehlt. Eben gut, Wurst gut. Oh, Getreide. Wir brauchen Getreide. Klingt ja so, als würde es bei dir ausnahmsweise mal laufen, ne? Brauchen Getreide, Danny. Ja, dann bau doch ein bisschen was an, mein Freund. Mein Freund Schnürschuh. Also, wo dreht man nochmal? Dreht man nochmal die Häusekiss? Punkt, Komma. Punkt, Komma. Ja, ihr seht hier. Kommt richtig drauf. Ach komm! Ja, so gefällt mir das aber dann nicht mehr. Das will ich so nicht haben. Das ist so doof. Passt das denn auch nicht hin? Was ist das für ein Metall? Nur Getreide. Ach, Fenster. Alter, was sind das für riesige Felder? Willst du mich verarschen hier oder was? Ja, chill doch mal in die Base. Symmetrischer, wie dein Kollege sagte, ne? Anno baust du musst aussehen wie eine Excel-Tab. Ja. Den fand ich nicht schlecht, den Spruch. Und tatsächlich ja, hatte der was, ja. Ja, aber er hat ja auch nicht ganz unrecht, ja. Es ist ja tatsächlich so. Aber er hatte auch tatsächlich recht, ich habe das, ich habe meinen Baustil nach wie vor, also so wie ich damals auch schon bei 1404 oder so gespielt habe, so spiele ich halt immer noch. Ist halt schon echt interesting. So, dann kommst du hier hin. Eisen habe ich glaube ich genug, oder? Müsste eigentlich. Ja, perfekt, das läuft doch. Es fehlt Gulasch. Dann würde ich mal sagen, produziert mal ein bisschen Gulasch. Gularsch. Bin mal gespannt, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das geplant habe. Achtung, Admiral anwesend. Gucken wir uns mal, Dennis. Hey, wo bin ich jetzt gelandet? Scheiße. Was? Warum? Warum weiß ich auch nicht. Das sieht nicht scheiße aus, das ist wunderschön. Was ist denn das noch? Rum! Rum! Nur ja auch noch diese komische Nachtplatz. Ich bin denn hier eine Universität weg. Da. 1500 Handwerker! Wo soll man denn die ganzen Leute hinpacken? Es ist doch witzlos. Ah, jetzt habe ich 8 Fenster. Ah, okay. Na gut, dann brauche ich hier mal, glaube ich, nochmal einen neuen Markt hin. Für meine lieben Bauern. Ein Marktplatz. Kommt mal hier hin. Wo habt ihr den? Da habt ihr den. Das kommt mal hier hin. 2, 3, 1, 2, 3, zack. Holz haben wir eh noch. Guck mal, das wollen wir nochmal ganz anders. Ich bin erfüllt von Dank. Das war schon. Oh, da ist der Karneval. Das ist doch wieder unterwegs. Schon wieder? Ja, sicher, Alter. Läuft bei dir, Flasche. Ich weiß doch nicht warum, aber es läuft bei dir. Also, ich will nicht in deiner Stadt wohnen. Die haben einfach Spaß. Ja, gut. Wenn du den ganzen Tag nichts zu arbeiten hast, weil du keine Verbindung auf der Insel hast, dann hast du auch den ganzen Tag Spaß. Hey, wir können die ganze Zeit saufen. Das ist, ja, das ist mein Motto. Ich stehe quasi morgens auf und trinke den ganzen Tag. Ist doch ehrlich. Ehrlich. Spielstand gespeichert. Hier die Lagerhalle. Ich weiß jetzt aber auch so langsam nicht mehr, wo ich meine ganzen Häuser unterbringen soll.
Ach, guck, die Menschen lassen sie hochleben. Ich glaube, jetzt ist der Karnevalszug auch in meiner Stadt. Vielleicht sind die auch nicht bei dir in die Stadt gekommen mit dem Karnevalszug, weil du einfach ein total unlustiger und unfreundlicher Mensch bist und gar keinen Bock auf so einen Scheiße. Verstehe ich nicht. Also die sind jetzt mega bei mir am Feiern. Also ich muss schon sagen, meine Insel ist geil. Was wollt ihr eigentlich die ganze Zeit von... Jetzt kommt da schon mal so eine kleine Fregatte, klopft einmal bei mir an, kriegt so richtig auf die Fresse und verpisst sich wieder. Oh komm, jetzt kannst du dich auch noch mal töten. Ist aber ganz schön schnell, ey. Schnaps anbauen. Ich will Schnaps, was haben wir denn hier? Wow. Ein Halo bietet ihnen einen Waffenstillstand an, nachdem ich wohlgemerkt ein Schiff von ihr zerstört habe. Angebot, eine Stunde Waffenstillstand. Forderung, eine Stunde Waffenstillstand und 70.000 Gold. Ja, komm, zahl. Du kannst mir deine Schiffe schicken, weißt du, die werden alle verrecken. Da ist mein nächstes Kanonenschiff fertig, dann kriegst du aber mal richtig auf die Kauleiste. Du Snitch. So, das ist alles soweit fertig. Jetzt kann ich mich gleich mal wieder ein bisschen upgraden hier. Dann musst du langsam, wobei ich gleich hier doch mal nochmal eine kleine Feuerwache hinbauen. Ich hab ein bisschen Angst, dass da nachher meine Stadt wegbrutzelt. Was hat er hier? Was hat er? Wow. Upgrades. Handgabe. Wieso können die ja nicht? Ach, die haben auch keine Marktplatz angeben, keine Marktplatz angeben. Da ist meine neue, mein neues Linienschiff, Entente. Mein Schiff heißt Entente. Sieht das nicht mega viel Bilanz eigentlich? Beziehungsweise kostet das nicht richtig gut Unterhalt, so eine... Ja, 250, aber meine Bilanz ist aktuell gerade bei 6.200, also... Wir liegen weißt Ihnen du, wirklich am Herzen, da kommt ein oder? Schiff nach dem nächsten und ich bin halt immer noch reich, ne, weißt du? Weißt du, Floschi? Ich jetzt mittlerweile, ich habe, wie sieht es eigentlich mal mit der Gulasch-Produktion aus? Läuft da was? Wo habe ich den hingebaut? Da habe ich den hingebaut. 85%, das ist ja nicht so sick, muss ich jetzt mal sagen. Was machen denn eigentlich meine Schiffe? Die Schiffe, warum? Ich glaube, dann baue ich hier gleich nochmal eine Paprika-Farm hin. Paprika-Farm da. Paprika. Muss ich erstmal meine Einwohner aufstocken. Einfach nur nein. Weißt du, einfach nur nein. Oh. So. Sollen wir mal gucken, ob das hier alles läuft. Fisch sieht schlecht aus. Okay, dann machen wir mal kurz ein bisschen Miami Miami. Fische, wir brauchen mehr Fische, weißt du? Ja. So. Brauchen mehr Schnappes hier. So, das läuft. Ne, das ist das falsche Gebäude. Wurst läuft, Klamotten, Rum. Ich glaube, ich kann mal eine kleine Rumstätte bauen. Das Lager ist voll. Schnaps. Die Body von allem ein bisschen mehr. Ich hab einfach viel zu viel Holz anscheinend, ey. Ja gut, ist ja jetzt mittlerweile auch fortgeschritten alles, ne? Ist ja nicht ganz unüblich, dass du. Also selbst du so langsam aber sicher mal genug Ressourcen hast. Ja gut, das war jetzt wieder nicht ganz so schlau, was ich da gemacht habe, aber. Ich hab's schon hinbekommen. Hab ich hier nochmal kurz ein Lagerhaus hin. Oder was meinst du, Floschi? Auf jeden Fall, weil Lagerhaus ist immer wichtig. Lagerhaus geht ab, die Henna-Tattoo. Ist da. Henna-Tattoo. Muss auf die Eier. Bisschen aus Nüsschen. Das ist mein Spruch. Ja, ist okay. Das ist mein Spruch. Das ist ein Trademark. So, was brauche ich denn für dieses dicke, fette Linienschiff? Ja, das kannst du dir eh nicht leisten, Floschi. Lass es mal Handwerker, lieber. Also ich würde es an deiner Stelle lassen, das hat keinen Sinn bei dir. Ja. Ich gehe runter, Kleidung geht runter, okay. Eins, schön. Spielstand gespeichert. Da zieht mein kleiner Garnwechsel weiter.
denn noch gespielt? Die Waren stapeln sich hier. Schatz, komm und tanz mit mir. Hä? Was? Ja, ich stehe hier gerade. So. So. Krieg. Es steht in allen Zeitungen. Was ist das? Was hast du denn jetzt schon gemacht? Geh dich einen Scheißdreck an. Okay. Was ist denn jetzt noch? Ah, es kostet einfach mal 60 Holz, so ein Ding. Was für ein Ding? Von mir aus freigegeben. Von Linienmappe. Hast du Probleme mit? Überhaus schmackhaften. Ich habe natürlich gerade noch ein paar Häuser gebaut. Das habe ich gerade alles weg, ja. Also 50 habe ich noch. Schlecht vorbereitet, mein Freund. So, das sieht noch besser aus. Perfekt. Ich schweige wie ein Grab. So, da habe ich noch mal kurz für ein bisschen. Ah, warte mal, wo ist die Zeitung? Zeitung. Ich habe gerade Zeitung bekommen. Da. Das sieht ja nicht mehr so gut aus. Natürlich wissen Sie, was das ist. Was? Deine Mutter? Vor allem 30 Kanonen schluckt dieses Linienschiff. Gut. Das Puzzle setzt sich zusammen. Na gut, das braucht eh 12 Minuten zum Produzieren. Du musst leiden. Alter, der hat. In meiner Zeitung steht, dass ich nicht genug Bier produziere, aber ich habe 30 Tonnen auf Lager. Was ist denn da los? Oh, ich muss niesen. Ich muss niesen. Danke. Danke. Achso, ja, Entschuldigung, Gesundheit. Schon wieder. Oder wie immer quasi. So, dann wollte ich noch mal ein bisschen Schnäppis anbauen. Meine Leute haben hier ein bisschen trockene Kehle. Jetzt ist man hier besser wird. Ach, Holz, los. Vermehret euch. Bäume, macht Liebe. Und mehr Holz. Alle Achtung, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Ach Quatsch, jetzt habe ich hier einen Marktplatz hingebaut. Die Feierlichkeiten sind beendet. Ich will natürlich ein Lager aushalten. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Was? Attraktivität geht drin, das kann ja überhaupt nicht sein. Nee, das stimmt. Eigentlich sehe ich da keine Möglichkeiten, dass du noch hässlicher wirst. Ach komm, der war gut. Was hast du gesagt? Oh Mann, der war voll gut. Boah, ich habe eine Konserve. Sauber. So, Pelzmäntel kann ich jetzt mittlerweile. Da ist alles fertig. Das bedeutet. Wieso sind denn jetzt schon wieder. Wo sind denn jetzt schon wieder meine ganzen Bauern hin? Ach ja, okay, alles klar. I understand. That's good. Deutsche Autobahn. Gut. Deutsche Autobahn. Gut. VW. Gut. So. Gut. Dann haben wir das Problem auch gelöst. Aber eigentlich haben wir das Problem nur aufgeschoben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ach komm, krieg ich hier auch nochmal einen Marktplatz. Ich bin ja mal so nett. Bin dann einfach viel zu nett zu meinen Leuten, weißt du? Deren Arbeitskraft rechtfertigt auf jeden Fall nicht meinen Einsatz für sie. Hallo. Nein. Da brauchen sie mehr. Beuge dich, Flaschi. Schneller. Spielstand gespeichert.
Und dann nochmal ein Bauernhaus holen. Harte Arbeit zahlt sich doch aus. Schon langsam ein bisschen komplex. Ich glaube, ich werde gleich mal zu unserem Kollegen fahren. Ich kann dir gleich auch noch ein Linien-Torpedoschiff anbieten. Ja, ich bin jetzt auch gerade noch dabei, eins zu bauen. Das heißt gleich 900 Minuten. Ich habe auch nur eine Werft. Ein bisschen mehr Kampfkraft brauchen wir auf jeden Fall noch, aber ich würde sagen, dann werden wir auf jeden Fall mal bei ihm vorbeifahren. Und ihm mal kurz Hallo sagen. Dem Grave sagst du, ne? Ja, klar. Was? Wo ist mein Schiff? Oh. Fahr weiter. Ja, ich verstehe auch gerade irgendwie nicht. Das ist, glaube ich, immer noch das Scheißding, das auf die... Das hält ganz schön viel aus, ey. Bald klebt dein Blut an den Planken. Jagst du den jetzt? Bist du behindert oder was? Was macht der da überhaupt? Ich lese in dir wie in einem Buch. Was ist denn ein Feind? Ist das so ein Linienschiff da? Nee, eine Fregatte. Nee, das war nur eine Fregatte. Mein derzeit aktuell wollte ich, du hast auch nur eine Yacht, eine Werft, ne? Ich habe aktuell nur eine Werft, ja, aber ich baue jetzt gleich irgendwann die Handwerkerwerft. Was? Wobei, nee, geht gar nicht, es gibt gar keine. Es gibt da nur eine Anlegestelle. Ja, ich habe Scheiße gelabert, alles gut. Also wie immer. Zu einem Ziel. Ey, komm, das ist viel zu hart. Kannst du nicht mal nett sein? Sie ist klein, aber oho. Tausche Seife gegen Bier. So, jetzt müssen wir mal kurz hier ein bisschen upgraden. Das ist ja schon wieder so geil, ne? Mit dem hier... Oh, Hospital kann ich auch bauen, okay. Ich würde mal sagen... Kriegen meine Bürger doch mal das Hospital. Genau, biet deinen Bürger mal was. Kann ja nicht sein, du. Aber Universität kann ich noch nicht bauen. Ich muss noch upgraden, aber ich habe zu wenig, du weißt schon. Ja, genau. Zu wenig Tröten. Ich habe tatsächlich Holzmangel gerade. Wahnsinn. Ich auch. Ja gut, bei dir ist das ja nichts Neues, aber dass ich jetzt Holzmangel habe, ist schon... Das Volk macht nicht gerne Überstunden. Ja, ich hab doch gar keine Überstunden eingestellt. Wo hier Überstunden? Welcher Fabrik? Junge, was für Überstunden? Ist da irgendwo eine Übersicht für? Nee, ich glaube, es gibt nur halt, du kannst halt immer nur die einzelnen Betriebe quasi. Also du teilst ja jetzt auch nicht deinem ganzen Volk, du erteilst deinem Volk ja nicht Überstunden. Also habe ich das da noch keine Möglichkeit gesehen, ja, sondern nur an einem Betrieb. Genau. Hast du wahrscheinlich dich mal wieder verklickt oder so? Nö, irgendeinen habe ich auf jeden Fall mal hochgehauen, aber natürlich weiß ich jetzt noch nicht mehr welcher. Dann kannst du mal, ich glaube, wenn du einen Betrieb anguckst, dann gibt es da eine Anzeige für, welcher Betrieb da Überstunden macht. Musst du mal reingehen in das Menü. In welches? Ich guck gleich mal selber, Sekunde. Ja, komm, jag das Schiff mal eben. Nächste Fregatte da. Verdammte Zusatzschiff. Tschüss. Ah ja, doch, ich hab's gefunden. Okay, alles klar. Meine Segelmenschen, die... Genugtuung? Alter, ich steig hier voll bei Graves im Roof, ey. Das geht hier, das läuft. Der wird mir gleich die Füße küssen als nächstes. Bin ziemlich sicher. Guck mal, ob ich mich gleich mit dem verbrüdern kann und gewisse Gegner hier auf der Map mal ein bisschen wegradieren kann. Weißt du? Ich schaffe das Zehnfache von so einem verweichlichten Handwerker. Was zum Beispiel? Diese jammernden Waschen. Was, wen zum Beispiel? Wenn du welchen Gegner du wegschnitzeln willst. Wie kommst du darauf, dass ich das vorhabe? Mhm. Ich weiß gerade nicht, wovon du redest, Flaschi. Okay, ich habe immer mehr Einwohner. Mehl, aber ich brauche mehr Brot. Ich brauche mehr Fischis. Ich brauche mehr Fischi auf meiner Insel. Ich brauche hier mehr Brot. Brot ist gesund. Lecker Brot. Spielstand gespeichert.
Yeah. Was ist das hier? Auch noch eine Fischerei. Ich glaube, ich könnte jetzt Support gebrauchen. Ah, wobei, das wird wohl nichts mehr werden. Ei, ei! Ah, wobei, doch, die Kanone ist stark genug. Bitte. Naja, gut, die sind weg. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Okay, bauen wir nochmal einen Kanonenturm hier hin. Bei dir, du. Junge, Junge, Junge. Nur viel geschnitten Brot, ne? Du, ich sag. Boah, der hat irgendwie keinen Bock mehr, gegen mich zu kämpfen. Ist das hier so ein Linienschiff oder was? Das sind zwei Linienschiffe, die jetzt gegeneinander kämpfen, ja. Boah, das müsste ich gewinnen. Ja. Dein Tower steht hier auch, schießt ja auch noch mit. Der macht ja auch ganz gut. Aua. Tschüss! Als nächstes Linienschiff am Start. Ja, das waren auch zwei Linienschiffe und eine kleine Fregatte, die mich hier angegriffen hat. Ne? Ja, klar. Wer weiterkommen also, will, da muss man dann schon in bisschen Bewegung mehr bleiben. Aber ich glaube, ich werde ihn. Alter, der hatte einfach mal vier Kanonentürme stehen. Okay. Natürlich die Frage, ob man den überhaupt angreifen kann, dann mit unserer Flotte. Welche Insel ist denn das? Die im Südwesten? Guck dir mal seine zweite Insel an, ey. Wie viele scheiß Schiffe musst du da denn für bauen, dass du das Ding kaputt bekommst? Der ist lila, ne? Ja. Boah, Alter, ist das lächerlich, ey. Na, guck, 25 Tonnen rumbekommen. Was ist denn das für ein Boot, das da an mir vorbeifährt? Besucherboot oder was? Ace, läuft bei dir! Fische gehen immer noch runter. Oh, Wurst geht auch runter. Dann wollen wir Hospital. Oder noch Platz für sowas. Wo ist denn diese tolle? Warte mal schneller hier. Schneller, meine Sklaven! Loschi, ist er gut. Kältet da in dem kalten Wasser heute. Ich weiß nicht, ob das so schnell geht. Mir fehlt noch der letzte Schliff und tada! Produzierst schon Gulasch? Ja. Was? Ich? Sicher, aber es wundert mich, dass du das schon produzierst. Junge, ich produziere schon seit letzter Woche Gulasch. Du musst nicht für immer ein Insekt sein, so wie die anderen. Ich hab plus zwei bei allen so gleich. Ich scheine ihn wohl irgendwie in den Arsch zu kriegen. Ich weiß noch nicht wie. Wem kriegst du den Arsch? Alonso Grace. Ja, der hat mir auch jetzt schon wieder plus 2 gegeben. Dein Haus der Lügen erstrahlt in diesem komischen Glanzwasser. Ja, ja, was der sagt. Okay, also aktuell geht alles hoch bis auf Ruhlarsch. Aber da kann ich auch Abhilfe schaffen. Oh, oh, wir müssen wieder upgraden. Einmal Paprika. Spielstand einmal gespeichert. Gott sei Dank, der Spielstand ist
krass, ey, wie viel Großküche Bauern man hier bauen muss. So, haben wir hier noch alles? Okay, läuft, läuft, läuft. Wollen wir mal kurz ein bisschen Fleisch anbauen? Herrlich! Herrlich, sagt er. Gefällt mir. Wer ist Gisela? Ja, ja, ja. Wie viele Bauern hast du auf deiner Hauptinsel? Sekunde. Also du meinst, ich habe gesamte Arbeitskraft aktuell 2710. Schiff vom Stapel gelaufen. Und mein Linienschiff ist ready. Manchmal muss man einfach an anderen Leuten eine Lanze brechen. Was will der mit? Was will der von mir, Flaschi? So. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Nee. Das Leben ist in Ordnung. Bauern. Ja, bau noch mal eine Feuerwaffe. Ach, ich riskiere es mal. So. Echt krass auf einmal mit dem Holz. Zack, brauchst du viel Holz. Der Gewinner ist fertig. Sägewerk, glaube ich, ey. So, das passt. Oh Gott, ich habe schon wieder Kampfmusik. Ist jetzt schon wieder los. Kommt echt schon wieder so ein kleines Kackschiff hier zu mir. Ei! Ich glaube, ich schicke da gleich mal meine Linienschiffe hin, ey. Boom. Komm, wollen wir die gleich mal ein bisschen ärgern. Ein Linienschiff könnte ich auch zur Verfügung stellen. Ja, ich würde gleich die Piraten mal ein bisschen ärgern, dass ich da mal eine kleine Seeblockade aufbaue, quasi. Ja, wir könnten jetzt zwischen deiner zweiten und meiner ersten hier. Jetzt habe ich schon mein Schiff unter Beschuss. Ja. Ich habe so das Gefühl, ich will das Schiff auch nicht übernehmen. Was ist das? Sorry, Bro. Das sind auch so ein paar kleine Kacker, ne? Die kommen da angefahren, kauen mir ein paar Granaten um die Ohren und verpissen sich dann. Ja, ist gut, Schiff, dreh mal. Hallo, du bist Begleitschutz. Du musst nicht unbedingt. Hallo, du bist Begleitschutz. Hallo. Ist ein Clown, ey. Ich meine, diese Items, die man im Konto hat, ne? Kann man die jetzt. Ja. Sollte man damit die Schiffe ausrüsten oder? Ja, wenn man die hat, dann Schiff hat man die. Vom Stapel gelaufen. Du musst die tatsächlich auf die Schiffe packen. Achtung, Admiral anwesend. Weißt du, was Schadensverlangsamung irgendwie nach 60% heißen soll? Ich denke mal. Ei. Keine Ahnung. Also ich würde jetzt so spekulieren, wenn du Damage bekommst, wirst du irgendwann langsamer, weil dein Schiff halt kaputt ist und dass das dann irgendwie reduziert wird. Aber mit Bestimmtheit kann ich dir das nicht sagen. Sorry, mein lieber Flaschi. So, ich brauche Spielstand gespeichert. Ohne Ende. Mehr als bereit. Schon wieder ein Kampf?
Wieder so ein kleines. Oder habe ich eins versenkt? Nee, aktuell läuft alles. Also aktuell läuft es bei dir wieder wunderbar. Wie viel Bevölkerung hast du da jetzt mittlerweile auf der Seite? Achtung, der Bosch. 6,3. Du? 8,4. Okay, auf deiner Zweitinsel? Ach, sie sind bin ich hier aktuell zu gut bei. Ach ne, das ist die Gesamtzahl. Sorry. Na, ich habe. Auch gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie viele ich habe. Ist nur aus allen Regionen quasi. Ich glaube, du kannst das nicht getrennt. Anzeigen lassen. I don't know. Ah doch, Inselbevölkerung. Hier. Musst du direkt in der Insel mittig und dann links der Charakter. Ah, okay. Den Charakterkopf. Wetten 1,8. Was machst du da? Ich? Nimm mein Schiff! Meine ja, jetzt bist du kaputt. Das merkst du selber, dass das eine doofe Idee war. Meine oder? Haupt habe ich 4,5. Ich weiß gar nicht, ich kann mir. So, was wollte ich jetzt überhaupt machen? Ich schwanke noch zwischen nichts haben und nichts also vermissen. Eigentlich ist der Begleitschutz für mein. 40 Stahl und 40 Fenster, ey. Das ist ein halbes Vermögen, du. Ich hätte aber auch mittlerweile echt 180.000 Dollar. Wie viel? 180.000. Okay. Oh, ich glaube, ich habe schon wieder ein Problem. Oh, was dran? Mein Hafen. Schiff. Okay, dann bauen wir da auch mal kurz noch zwei Geschütze. Soll ich mal dazu kommen? Schickst du ein Schiff hin? Ich schick da schon mal ein Schiff hin. Alles gut. Keine Ahnung, das werde ich. Ja, kannst du gerne machen. Oder meine Kanone, oder? Kanone. Komm mal her. Manchmal muss man einfach an anderen Leuten eine Lanze brechen. Ja, der kriegt mein Geschütz halt nicht down. Also ich denke mal, der kriegt jetzt. Ich denke mal, ich werde auch mal ein bisschen Jagd auf. Da kommen jetzt auch Piraten, ne? Ja, ja, ist gut. Ich schicke jetzt gerade schon meine Linienschiffe der Admiral dahin. Dann wollen wir mal gucken, was der gleich so dazu sagt. Volle Fahrt! Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Handwerker. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. So, dann gehen wir ein bisschen nach die Formation einnehmen! Ja gut, der haut auch schon wieder ab. Aber ich glaube, den werde ich mal ein bisschen jagen. Der haut auch so schnell ab! Nach oben jetzt, nördlich, Pirat. Kannst abfangen von deinen drei Schiffe. Ja, die sind zu schnell, die kommen weg. Wenn du jetzt nach oben ziehst, du hast doch da drei Schiffe stehen. Komm jetzt von hier. Ja, dann hol dir den anderen, hol dir das Linienschiff von ihm, von Graves. Stoppe zum Angriff. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn ihr da an die Bucht reinfahrt. Schiff und der Beschuss. Hinter der Wand. Volle Segel. Holst du dir sein Linienschiff? Ich schick dir mal die kleinen Segelboote in den Kampf, ey. Ja, nice, Flaschen. Okay, jetzt eine lass ich jetzt schon mal nach Hause fahren, oder ist das fast Schrott? Los! Na gut. Leider. Oh, ich muss auch schon sagen, wir müssen so langsam mal diese Folge beenden. Ich sehe gerade, wir haben jetzt mittlerweile 4. Sauber, Flushy. Also erstaunlicherweise finde ich es auch krass, wie viel man hier tatsächlich kann. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Also vor allem auch so früh normalerweise. Aber gut, nächste Folge. Willst du irgendwas sagen? Kurz das Schiff hier versenken und dann können wir das Folge 20 Sekunden haben. Neue Befehle? Spielstand. Ist es down? Es ist down! Kanonenboote sind aber echt knuffig, ey. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Aber auch gut getankt.
Ja, liebe Leute, dieser nette kleine Kampf meines ersten Linienschiffes und meiner kleinen Kanonenboote ist beendet. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja oder auch falls nein, lasst gerne einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge, die Danny ausstrahlen wird. Bis dahin. Das wird wohl so sein. Auf Wiedersehen.